Hallo zusammen, willkommen zurück zu Night of the Dead. So, Hinweis, J6 gehen wir heute nach und zwar geht's zum Gefängnis. Ich mache eben mal die Karte auf, dass ihr seht, wo ich mich befinde. Wir schauen noch mal ganz kurz. J6 bei den Koordinaten 23,7, 26,0 und die benötigten Gegenstände gibt es im zweiten Stock des Gefängnisses. So. Sieht's aus und ich kann euch mal noch eben meinen Herweg beschreiben. Ich hatte zuerst versucht, hier den Fluss zu überqueren oder beziehungsweise den See. Und das war mir beim ersten Mal nicht gelungen. Ich war gestorben, denn beim Schwimmen verbrauchen wir kontinuierlich Kondition und wenn die Kondition runter ist, geht unsere Lebensenergie so schnell runter, dass wir das nicht schaffen, über den größeren Fluss zu schwimmen. Daher musste ich nochmal neu starten und bin dann hier vorne gleich am Zipfel rüber gemacht und habe mich dann hier auf den Weg gemacht zu den Koordinaten. Ja, jetzt befinden wir uns hier am Gefängnis. Außen hatte ich jetzt schon mal angefangen, das Gefängnis zu säubern. Und jetzt geht's in weiter. So, da oben haben wir noch einen Kollegen, den würde ich sagen, der muss nochmal weg. So schnell geht's. So schnell war er weg. Gut, ihr seht, 39 Bolzen habe ich jetzt mit dabei, kann mir noch reichlich weitere bauen. Und jetzt müssen wir erstmal schauen, wie das hier in das Gefängnis hineingeht. Es gibt auch wirklich richtig viel zu looten, wie ich sehe. Aber das wollen wir momentan nicht. Aha. Hier geht's rein. Wir gucken mal eben, wo er hier lang macht. Er hat uns ja gerade. Was flattert denn hier so rum? Da oben. Ja, kommen wir nicht ran. Sitzt ein Rabe da oben. Ja, unterwegs habe ich jetzt schon einige Sperlinge, Raben gesehen und auch gleich getötet. Mit den Fernwaffen geht das wunderbar. So, ihr habt auch gesagt. Nicht unbedingt den letzten Pfeil in den Kopf rein. Dann sind die Pfeile weg. Dann lieber einen Pfeil in den Kopf. Und der Rest dann in den Körper. Ja, aber doch etwas hartnäckiger. So, mal eben geschaut, ob der jetzt von hinten kommt. Aber der hat wohl doch keinen Durchgang gefunden. Ist echt schon was los hier. Da ist er ja. Hier ist er, der Kollege. So, kleine Gefängnisschlägerei. Schaut mal hier, hier liegt noch eine Waffe. Ich nehme sie einfach mal mit auf. Brauchen tue ich sie jetzt nicht. Wir hatten bereits eine. Beziehungsweise wir haben schon mehrere. Sehr schön. Kupferbahn, bearbeiteter Stein, alles was wir momentan benötigen. Die Kisten würde ich jetzt mal mit auseinandernehmen. Da gibt es ja Holzbretter und ja, Holz. Holz heraus.
Das geht jetzt echt schon erheblich schneller. Ich hatte ja in der letzten Folge meine Skillpunkte ausgegeben und auch Skillpunkte in die Geschwindigkeit. Ich mach mal zu hier. In die Geschwindigkeit vom, ja, vom Farm investiert. Okay, da sind wir jetzt auf dem Innenhof. Jetzt müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Das Gebäude bei J6 sieht folgendermaßen aus. Ein viereckiges Gebäude. Hier rein und hier sind zwei Eingänge, wie es aussieht. Jetzt müssen wir das mal mit der Karte vergleichen, ob wir das... Ah, okay, seht mal. Hier vorne werden jetzt die Eingänge und hier müssen wir her. Hier müssen wir hier. Das heißt geradeaus und dann nach links. Denk mal an das Gebäude rein hier. Oh! Hola! Sehr schön! Auf die Tür machen wir mal zu. Da sehe ich doch schon wieder Gewehr liegen. Ein paar am Boden versunken. Komm, wir nehmen einfach mal mit. Wir haben genügend... Sorry, falsche Taste. Inventar-Slots frei. Ich gucke nochmal eben. Ja, da sind wir jetzt auf maximal. Hatten ja nochmal 12 freigeschalten. Die sind alle irgendwie im Boden versunken hier. Ist natürlich jetzt nicht Sinn der Sache, aber es ist ein Early Access Game. Da ist das halt leider so, aber naja, gut. Ich glaube, irgendeiner hackt hier an uns rum. So, zweiten Stock. Jetzt gucken wir noch mal kurz. Hier müssen wir ungefähr hin. Gut, jetzt gucken wir uns drüben nochmal um. Wenn wir schon mal hier sind, müssen wir auch das ganze Loot mitnehmen. Aber hier sind die Zellen zu. Gut, dann haben wir diese Etage fertig. Untere Etage sind Zellen zu. Hier drüben sind sie auch zu. Lediglich dort hinten gibt es noch was zu holen.
Da ist gut was los. Schau mal, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Gute Frage. Gute Frage, ob wir im richtigen Gebäude sind. Hier haben wir noch eine Armbrust liegen. Da drüben sehe ich doch Kisten. Wie kommen wir denn darüber? Ich glaube gar nicht. So, wo müssen wir hin? Wenn wir in diese Richtung schauen, dann sind wir richtig. Ich glaube da drüben. Dem Gebäude liegt das gesuchte Loot. Das heißt, wir müssen jetzt doch hier runter. Oha. Ich nehme das Gewehr. Ja, läuft nicht so gut mit dem Gewehr. Da fehlt mir echt noch die Übung. Guck mal, wir haben 250 Schuss. So macht's doch mal ordentlich Spaß hier. Sage nicht, jetzt haben wir keinen Ausgang hier, um ins andere Gebäude zu kommen. Aber ich glaube, ich weiß schon, wo wir lang müssen. Dort unten müssen wir lang. Die sind gefährliche, die großen. Die zwei müssen wir wieder so platt machen. Jetzt muss ich echt mal Munition sparen.
Der hat uns Munition gekostet, aber der war es mir wert. So, jetzt haben wir gesagt, hier müssen wir rein, wa? Ich gucke noch mal ganz kurz, dass wir doch jetzt nicht im Falschen sind. So, ein Auge aufs Leben. Wurfstelle mal ausgepackt. Geht auch ganz gut. So, 16 Uhr, jetzt müssen wir echt Gas geben. Ich habe ja noch einen weiten Rückweg. Ja, du bist wo drin. Zum zweiten Stock. Nein, ich hatte noch irgendwo einen Globus vergessen. Hier haben wir das. Da müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nichts wieder vergessen mitzunehmen. So, Mobiltelefon. Jetzt gucken wir uns genau um hier drin, was wir alles haben. So, hier haben wir noch ein Gewehr und Patronen. Gut, dann haben wir jetzt den Hinweis. Den Hinweis gefunden in der Tasche und wir könnten noch etwas looten und uns einen Rückweg machen. So, dann tun wir erstmal uns stärken. Der 6 haben wir noch so einen Broiler. So, einer reicht nicht. Sehr schön. Tun wir eben zwischenspeichern. So, dann schauen wir mal. Wir waren dem Gebäude, sind darüber, sind in das kleine Gebäude rein. Hier hinten in dem. Ah, guck mal, da haben wir noch ein Gebäude. Also ich würde schon gerne alles mitnehmen. Gibt es ja echt gute Sachen hier. Stückchen Seife und Schrubbürsten. Das sieht ja gefährlich aus hier. So, Aktion Wurfmesser. Eingekesselt. Ja.
Ah, schlecht. Ich treffe mal zum Schluss. Au. Im Kopf. So, wir heben die natürlich alle wieder auf, die Wurfmesser. Hier hinten die in der Wand nehmen wir auch wieder mit. Sehr schön, haben wir uns jetzt hart erkämpft hier. Die Kisten, den Schrank, den Kühlschrank. Da drüben haben wir noch Munitionskisten. Sehr schönes Gebäude war das. So, jetzt sind wir im Gefängnishof. Jetzt habe ich natürlich den Überblick verloren. Also dort waren wir drin, hier ist der Übergang, waren wir drin, hinten in die Gebäude waren wir drin. Von dort sind wir gekommen. Ich würde sagen, wir haben jetzt alles durch. Und da ich ja bestimmt nicht wieder herkomme, würde ich jetzt mal eben noch 2, 3 Ingame-Stunden die ganzen Fässer looten, dass wir ordentlich Eisen sammeln. Und in der nächsten Folge geht es dann, denke ich mal, an der Basis mit der nächsten Welle weiter. Hat mich gefreut. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut!